So, dumme Idee von Frau Hoffmann heute Nachmittag hier in der Sendung. Wir müssen einen interaktiven Podcast gestalten. Ist es richtig so? Sie ja, gucken so? Nein, das war Ihre scheiß Idee. Das war meine scheiß Idee. Wir hatten hier heute eigentlich einen hochkarätigen Gast in der Podcast-Ausgabe gehabt. Der hat uns kurzfristig abgesagt. Deswegen haben wir gesagt, wir machen heute mal was Interaktives. Ja, genau. Und, Instagram läuft parallel genau. Und wir hoffen, dass alle Instagrammer, die Bock haben, sich dazuschalten und erstmal sich was zu trinken holen und dann dazuschalten. Und dann fangen wir einfach mal an, übers Leben zu quatschen. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an, oder? Jo. Hoffmann und Kollmann, völlig überzogen, der Podcast. Ja, der Dampf hatte guten Laune im Handtaschenformat. Ich liebe das so langsam. Erstmal ging es mir auf den Sack und dann dachte ich mir, boah. Ist es nicht immer so, Frau Hoffmann? Der Dampf war der guten Laune. Ist es nicht, war es mit mir nicht damals auch so? Ich bin auch erstmal auf den Sack gegangen vor 10 Jahren und dann haben sie mich doch lieben gelernt mit der Zeit. Oder? Das wäre jetzt übertrieben. So, ich kann übrigens parallel eure Kommentare hier sehen. Marian und lasst mich Arzt, ich bin durch. Meldet euch doch einfach mal. Versucht euch dazu zu schalten. Wie war Ihre Woche? Kurzes Resümee mal. Sie sind viel mit dem Fahrrad gefahren, glaube ich, oder? Meine Woche war richtig kacke, entschuldigt. Weil, wieso? Wenn ihr das mitbekommen habt, Ego FM hatte das große Thema Verschwörungstheorien. Mhm. Und es hängt mir so bis hier. Also wieso, Frau Hoffmann? Es ist wirklich bis hier. Das war doch ein gutes, Thema, oder? Ich wusste aber meine Haltung nicht dazu. Was hätte ich denn machen sollen? Ich konnte ja nicht von oben herab die ganze Zeit sagen, ja, Verschwörungstheoretiker, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Und das ist mir alles viel zu, weiß nicht, so Flat Earther. Ich hätte gerne einen Flat Earther hier in der Sendung. Ja. Wenn uns ein Flat Earther zuhört, bitte, bitte melden jetzt. Das sind die Menschen, die denken, dass die Erde eine Scheibe wäre. Ich habe auch versucht, worauf man für diese Ausgabe einen Flat Earther ans Telefon zu bekommen, und zwar aus der Schweiz. Der hat sich aber nicht zurückgemeldet. Der ist wahrscheinlich auf der anderen Seite runtergefallen. Die tun einmal halt nicht weh, die Flat Earther. Ich finde, mit denen könnte man mal reden. Das, glaube ich, mit der Erdanziehungskraft auch noch nicht so ganz. Ich dachte, das zieht immer alles in die Mitte und das wäre aber egal. Ist ja egal. Verschwörungstheorien auf jeden Fall die ganze Woche hier bei uns im Ego-Fan-Programm gewesen. Sind Sie schon mal einer Verschwörungstheorie verfallen oder so? Sind Sie selbst eine Verschwörungstheorie vielleicht? Vielleicht. Ja? Sie müssen ins Mikro sprechen. Vielleicht. Nee, ich versuche immer nachzuvollziehen, woher das kommt, wenn Menschen an etwas glauben. Wie zum Beispiel, wie war das mit 5G und Corona? Dass die 5G-Strahlung den Coronavirus auslöst, glaube ich. Das war so die Denke dahinter, genau. Und deshalb wurden auch Sendemasten abgefackelt. Wurden in der Tat letzte Woche, ja. Also in wirklich dutzendweise auf der ganzen Welt. Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber in Bayern. Nee, das weiß ich. Ja, wissen Sie? Ich habe mich ja schlau gemacht. Ja. Ja, was soll ich da sagen? Ich weiß es auch nicht. Ja. So. Jetzt wird es Zeit, dass ihr euch dazuschaltet, weil ich möchte nicht mehr über Verschwörungstheorien sprechen. Nee. Ich mag einfach nicht mehr. Hallo, wer ist denn da? Was? Jetzt sehe ich dich mal. Ist ja nicht wahr. Steve, bist du's? Erzähl, pass auf, Steve. Jetzt erzähl eine kleine Vorgeschichte. Ja, was machst du und warum kennt man dich eigentlich nicht mit diesem Gesicht, sondern mit einem anderen? Erzähl's. Hat eigentlich keinen Grund. Hat sich so ergeben. Weil bei Steve geht es nämlich eigentlich normalerweise um eine Comicfigur. Und die ist eigentlich überall gefühlt. Mhm. Nicht nur in Deutschland, in ganz Europa unterwegs. Und macht lustige kleine Comics und ist mega beliebt. Und dieser kleine Steve hat uns Ego FM auch schon mitgenommen durch die Welt. Und bist du Comiczeichner? Genau. Wie bist du da drauf gekommen, nein, auf diesen kleinen Little Steve? Ich habe früher Graffiti gemacht. Graffiti? Wo kann man was bewundern von dir? Die sind schon alle weg. Mhm. Die wurden übersprüht das schon über die Jahrzehnte. Ja klar, das war in den 90ern irgendwann, also schon etwas länger. Solche Künstler, sind die erstmal zu Hause und zeichnen einfach mit Bleistift vor und dann in der Nacht- und Nebel-Aktion kommt das an die große Wand? Oder hattest du schon vorher etwas, wo du dich dran künstlerisch austoben durftest? Wie hast du da angefangen? Also die Vorbereitung ist natürlich klar, muss sein. Du hast schon was im Kopf und dann geht's so los. Dann geht's los. Und war das bisher immer legal, wo du gesprayt hast? Ich frage für einen Freund. Nein, natürlich nicht. Nein. Ganz Steve, ich kenne das nur aus Filmen. Ich kenne das nur aus Filmen, dass dann die Graffiti-Leute verfolgt werden von der Polizei oder sonstigen Menschen. Bist du auch schon mal verfolgt worden nach einer Spray-Tour? Ja, sogar erwischt. Oh, okay. Oh nein. Konntest du nicht schnell genug über die gesprayte Mauer drüber hüpfen? So ungefähr, ja. Ich finde, so eine Kunst sollte nicht verfolgt werden, zumindest wenn man an legale Wände malt, oder?
im Grunde. Ja, die gibt es aber ja. so selten. Ja. Wie ernst nimmst du jetzt noch die Corona-Beschränkungen? Also ich wäre jetzt normalerweise in Kroatien zu Pfingsten. Mhm. Und könnte auch runterfahren, aber ich lasse es. Mhm. Okay. Weil dich unwohl fühlst dabei? Ja, also ich habe auch mit Leuten unten telefoniert. Ich komme ja auch aus Kroatien. Mhm. Und ja, das ist trotzdem noch nicht das Wahre. Also die Stimmung ist auch noch nicht so gut. Und ja, die Leute haben schon Angst da unten auch. Mhm. So ist es. Weil halt auch die Krankenhäuser sind auch nicht so wie bei uns. Also da möchte man auch nicht krank werden. Mhm. Weil, klar, wir werden komplett überlastet. Ja. Toll ist es nicht und man sollte es eigentlich schon ernst nehmen. Also. Aber im Moment fühlt es sich überall an, als würde das keiner mehr ernst nehmen. Da bin ich mal ganz ehrlich. Also ich habe eigentlich gedacht, jetzt, wenn die Gaststätten aufmachen, dass dann es richtig losgeht. Aber ich glaube, das spüren wir erst später. Ne? Das haben auch ganz viele Gastronomen auch schon berichtet, dass da noch relativ verhalten die Leute in die Biergärten strömen. Steve, eine Frage habe ich noch an dich. Was hast du in den letzten 2 Monaten am meisten vermisst jetzt während dieser Zeit? Das Fortgehen. Ja? Auf jeden Fall. Also Konzerte oder? Ja, allgemein. Allgemein mit Freunden treffen, fortgehen, das war schon heftig, ja. Ich muss ja irgendwie gestehen, das Letzte, worauf ich jetzt so gerade Bock habe, ist in einem vollen Club schwitzen, tanzen und sich gegenseitig anatmen. Aber allein schon das sich treffen, das war schon Wahnsinn. Also so mit 5 Leuten irgendwo sich treffen, zu Hause zum Grillen oder keine Ahnung, das ist schon eine Rieseneinschränkung. Ja. Aber Steve, wir haben ja uns und solange es Radio gibt und gute Musik, das von dort hinaus tönt, ist die Welt ja noch einigermaßen in Ordnung. Stell dir vor, es gäbe kein gutes Radio mehr, dann wäre es ja wirklich schlimm. Ja, ohne Ego wäre es schlimm. Oh, dankeschön. Steve, vielen lieben Dank, Grüße nach Nürnberg und schön, dass du hier Teil unserer interaktiven Podcast-Reihe warst. Sehr gerne. Yay. Bis bald, tschüss. Ciao. Das war Steve aus Nürnberg. Du musst leider selbst auflegen, ich komme nicht hin ans Telefon. Das tut er einfach nicht, der bleibt jetzt bei uns. Das war Gast Nummer 1 heute hier im interaktiven Podcast, völlig überzogen. Der wievielte Spritz ist es heute eigentlich schon für Sie? Das ist der erste. Der erste? Was ist mit Ihnen los? Sie stellen mich immer als Alkoholikerin da. Sie sind derjenige, der hier die ganzen Kästen bunkert. Na, die Kästen haben wir letztens geliefert bekommen, weil wir in der Sendung gesagt haben, dass wir keinen Alkohol hier haben. Und dann hat sie an der Tür geklingelt. Das war ja auch richtig. Der Alkohol ist ja in den Spaghetti-Soßen gelandet. So, wir verbinden uns mit der nächsten Anfrage. Mit Flo. Verbindung wird hergestellt. Und dann sagen wir herzlichen, schönen guten Abend. Aus welcher Stadt bist du? Aus Erlangen. Aus Erlangen. Auch aus dem schönen Frankenland. Ja. Mittelfranken, ist ja klar. Sehr gut. So, jetzt sind wir gerade bei Kindheit. Jetzt lass du mal vom Stapel. Wie war deine? Kindheit? Boah, Kindheit. Das ist ja wie beim Date. So eine Frage. Das ist Speed-Dating für Fortgeschrittene hier. Weißt du? Wir wollen uns ja auch kennenlernen. Nee, Flo, ich wollte mal so wissen, weil wir haben ja eben gerade über Süßigkeiten gesprochen. Wir können mal über Serien sprechen aus der Kindheit. Was hast denn du für Serien geguckt? Baywatch, das läuft heute sogar noch. Ehrlich? Oder wieder? Ja. Aber das kannst du nicht sehen. Das ist genau während deiner Sendung. Jetzt. Das zum einen, und Flo, man kann es auch grundsätzlich nicht mehr sehen. Früher fand ich das mega geil. Ich habe letztens mal reingeguckt bei einem Streaming-Anbieter, der das anbietet. Man sieht es irgendwie aus ganz anderen Blickwinkeln als früher, oder? Geht dir das auch so irgendwie? Irgendwie kommt einem das so ein bisschen seltsam vor alles. Ja, nee, also die Boote und so sind interessanter geworden. Die Boote, ja, stimmt. Hardcastle and my comic, Simon and Simon, Trio mit 4 Fäusten, jetzt sprudelt es aus mir raus. Also das erste nicht, die anderen, ja klar, kenne ich. Schade, ich hätte jetzt gerne ganz viel Musik davon gespielt. Darf man im Podcast nennen? Dürfen wir leider nicht im Podcast. Flo, vielen lieben Dank. Wir schauen nochmal kurz weiter. Da haben wir nämlich schon den nächsten. Petra, schönen guten Abend. Hast du was zu trinken zur Hand? Ja, ich habe einen Kaffee. Oh, hast du heute länger geschlafen? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Hast du heute Nacht noch was vor? Nee. Ja, schauen wir mal, was sich so ergibt. Ne? Habt ihr irgendwie eine Idee? Wo bist du gerade? In Nürnberg. In Nürnberg. Zu Hause. Die Nürnberger alle hier. Also hätten wir Steve gefragt, ne? Und die hätten es gewusst wahrscheinlich. Die hätten es gewusst auf heute. Am besten ich frage mal Steve, vielleicht haben wir ja beide eine Idee. Peter, ich habe es vorhin den Steve schon gefragt. Jetzt sind wir irgendwie gefühlt Monate im Lockdown. Was vermisst du am meisten jetzt in dieser Zeit? Ich glaube, ausgehen. Also nicht ausgehen im Sinne von tanzen oder so, sondern wirklich mich mit Freunden irgendwo treffen. Mhm. Einfach mal raus und ein Bier trinken irgendwo. Ich glaube, das ist das, was, glaube ich, den meisten auch fehlt. Mhm. Gibt es eine Person, die dir besonders sehr fehlt, die du noch nicht getroffen hast? Nee, eigentlich nicht. Ich bin da eigentlich gar nicht so, weiß ich nicht. Also ich bin auch gern alleine, aber jetzt, wo ich nicht kann,
Ach, Frau Hoffmann, jetzt ist, glaube ich, ist rausgeflogen. Oh. Muss ich gerade auch sagen, ich bin gerne allein. Petra, ja. Vielen lieben Dank auf jeden Fall dir und auch dir viele Grüße nach Nürnberg, in schönen Nürnberg. Ja. Was machen wir jetzt? Wir haben jetzt in der Tat noch einen Podcast-Gast für heute. Und zwar beschäftigen wir uns mit ihm zusammen über ein Thema, das uns die ganze Woche bei EgoFam beschäftigt hat, nämlich das Thema Verschwörung. Das hat mich total fertig gemacht. Aber wieso dann? Ja, weil da von allen Seiten Dinge kamen, die ich nicht glauben wollte. Und ich wollte mich aber auch nicht verteidigen. Und ja, 5G und Flat Earther und Corona und alles. Es war ein bisschen viel. Es war wirklich total viel. Deswegen lassen wir uns jetzt mal von seinen Geschichten überzeugen, denn die haben es wirklich in sich. Wir unterhalten uns nämlich mit Richard Gutjahr, der Journalist ist und der selbst Verschwörungstheoretikern zum Opfer gefallen ist. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Frau Hoffmann, und er ist auch schon in der Leitung. Richard Gutjahr. Richard, möchtest du dich selbst einfach mal kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Richard Gutjahr, ich bin Journalist. Ich arbeite seit 25 Jahren mehr oder weniger hauptberuflich als Journalist, mal tatsächlich auch als Radiomoderator, später dann Fernsehmoderator und aktuell eigentlich rund um die Uhr im Netz. Mhm. Schon seit vielen, vielen Jahren unterwegs. Frau Hoffmann, Richard hat zwei krasse Sachen erlebt und zwar innerhalb von einer Woche war er an zwei krassen Schauplätzen mit dabei. Und zwar hat das in Frankreich begonnen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Anschläge in Nizza. Nizza, ja. Genau. Ja, ja, ja. Richard, ganz kuriose Dinge. Du warst in Nizza zum Beispiel der erste berichtende Journalist überhaupt. Ja, das ist richtig. Ich war auf Sabbatical für ein Jahr in Nizza mit meiner Familie und wir waren an diesem Nationalfeiertag an der Promenade von Nizza, haben dort das Feuerwerk natürlich beobachtet und kurze Zeit später fuhr dann ein weißer LKW durch die gesperrte Straße, wo so ein Volksfest stattgefunden hat und hat Dutzende von Menschen getötet. Und schon die Sache in Nizza, die hat ja zu ganz viel Hass gegen dich geführt im Netz von Verschwörungstheoretikern. Ja, das ist korrekt. Das ging gleich in derselben Nacht eigentlich los. Ich hatte ein Augenzeugenvideo meinem Sender, also meiner Sendeanstalt, für die ich damals gearbeitet habe, zur Verfügung gestellt. Die haben das ins Netz auf YouTube hochgeladen und daraufhin entbrannte ein Shitstorm. Viele Menschen haben uns verdächtigt, dass wir also mit den Terroristen unter einer Decke stecken. Vielleicht sogar die heimlichen Drahtzieher hinter diesem Massaker sind. Andere haben behauptet, dieses Massaker hat es nie gegeben und wir sind Schauspieler und alle Opfer auf der Straße sind gecastete Kinder, Frauen, Männer, die also quasi Teil einer Weltverschwörung sind. Das muss man sich mal vorstellen, ne? Da arbeitet man irgendwie und fällt auf einmal dem Thema selbst zum Opfer. Wie ist das denn, Richard? Wie geht man denn in so einem Moment mit so einer Situation um? Ich würde mir da erstmal ziemlich schwer tun. Ja, es ist, als tut sich eine Welt auf, eine Parallelwelt, die man nie wahrgenommen hat. Ich habe in den nächsten Wochen und Monaten tatsächlich festgestellt, dass da draußen ein Paralleluniversum existiert von Menschen, die wirklich glauben, dass das alles eine Weltverschwörung ist, dass wir geheime Anweisungen von Angela Merkel bekommen und die wiederum von irgendwelchen Geheimregierungen, die also Angela Merkel wieder unter sich haben und. Das ist eine unglaubliche Kloake von ganz unappetitlichen Theorien und oft auch antisemitisch und manchmal auch tatsächlich auch ganz offen auch gewaltbereit und mit Aufrufen zum Umsturz und dass man Menschen töten soll. Mhm. Richard, was glaubst du, wieso entsteht denn so viel Hass im Netz? Ich glaube, das ist eine Entwicklung, die wir schon lange beobachten. Die hat erstmal auch gar nichts mit dem Netz zu tun. Ich glaube tatsächlich, wenn wir uns vorstellen, dass was in den letzten 30 Jahren alles passiert ist, wir haben tatsächlich eine Frau als Bundeskanzlerin, für uns alle erscheint das normal, aber es gibt Generationen und Menschen, für die ist das ganz und gar nicht normal. Zum Beispiel auch, dass ein Afroamerikaner US-Präsident werden konnte. Es gibt viele Menschen da draußen, die haben damit ein Problem.
die haben ein Problem mit unterschiedlichen Sexualitäten, dass sie sich Menschen weder als Mann als Frau begreifen. Die haben Schwierigkeiten damit, dass man kein SUV fahren darf und kein großes Kreuzschiff mehr besteigen darf, weil das die Umwelt und die Generation nach uns alles ausbaden müssen. Da bricht also für viele Menschen tatsächlich ihre eigene Biografie plötzlich weg und das entlädt sich dann in Hass und in Gewaltfantasien. Was ich mich oft frage, Richard, ich lese ja schon gar keine Kommentarspalten mehr in den sozialen Netzwerken, weil mich die Leute unfassbar aufregen teilweise. Ist denn überhaupt keine Empathie mehr bei den Menschen vorhanden? Was sind das denn für Menschen, die einem so einen Hass entgegenstellen? Naja, wie gesagt, also das sind oft, und ich weiß, wovon ich rede, denn ich stand gegenüber vielen von diesen Menschen tatsächlich auch am Ende auch vor Gericht. Das sind vor allem ältere weiße Männer, die Angst haben, dass alles das, was sie in ihrem Leben geleistet, gemacht haben und so weiter, auf einmal entwertet wird. Dass auch ihr Frauenbild beispielsweise ein falsches war, das man oft hatte. Ne? Früher hat man Frauen gerne auch mal in der Arbeit auf den Hintern geklapst und irgendwelche Shovi-Sprüche gegeben, das geht heute nicht mehr. Und diese Männer, denen schwimmen tatsächlich so die Fälle davon und sie vereinen sich im Netz, wo sie auf gleichdenkende Menschen treffen und das potenziert sich dann im wahrsten Sinne des Wortes. Richard, aktuelle Verschwörungstheoretiker, die sprechen ja immer so von, ja, dem großen Plan von oben, den Eliten. Was steckt denn dahinter? Das sind uralte Mythen und Mythologien, die sogar zurückgehen, halte ich fest, bis ins Mittelalter. Also dahinter steht oft, hinter dieser sogenannten NWO, New World Order, dass es da irgendwie ein geheimes Gremium gibt, eine geheime Weltregierung, irgendwelche Eliten, die sich in Hinterzimmern treffen und ein Drehbuch haben, wie sie also zum Beispiel Deutschland umvolken, ist so eines dieser Mythen, dass man also quasi die Migranten absichtlich ins Land holt, damit also das deutsche Volk ausstirbt oder dass Männer quasi ihre Macht verlieren, indem Frauen beispielsweise irgendwie eben auch durch irgendwelche geheimen Kommandos also entmannt werden oder unfruchtbar gemacht werden und solche Geschichten. Diese Geschichten finden sich tatsächlich in alten Geschichtsbänden und Zeitungen auf der ganzen Welt und oft, und das muss man leider dazu sagen, wir leben nun mal in Deutschland, ist das auch immer verbunden mit hochgradig antisemitischen Tendenzen und antisemitischen Anstrich. Also am Ende dieser geheimen Weltregierung, jetzt ist es Bill Gates, aber das ist alles nur eine Chiffre für den Juden, der am Ende tatsächlich für alles steht und weshalb die Nationalsozialisten natürlich auch es sogar als Befreiung empfunden hat, die Juden ins KZ zu stecken. Richard, wenn man jetzt wie du mit Verschwörungstheoretikern konfrontiert wird, wie geht man in so einer Situation denn am besten damit um? Da habe ich eine persönliche Leidensgeschichte der letzten 4 Jahre tatsächlich. Ich dachte oft, dass es möglich ist, mit diesen Leuten zu reden. Ich muss aber mittlerweile sagen, diesen Glauben habe ich verloren, auch wenn es mir selber schwerfällt. Ich habe tatsächlich in meiner persönlichen Welt feststellen müssen, dass oft einfach auch nur klare Worte helfen. Und zwar auch, wie soll man sagen, ja, auch ganz klare Grenzen, die man diesen Menschen aufzeigt und das dann in letzter Konsequenz dann auch mit Anwälten und auch, wenn es sein muss, sogar vor Gericht. Ich habe festgestellt, dass wenn man versucht, mit diesen Leuten zu reden, wenn man versucht, ihnen auszureden, dass das Blödsinn ist, was sie erzählen, dass die das sogar noch umso eher motiviert, noch tiefer in diesen Kaninchenbau zu steigen und sich noch mehr zu verteidigen, auch wenn es irgendwann mal wirklich komplett gaga wird. Ich
weißt du, ich will jetzt nicht die Nazi-Keule schwingen, aber wir alle haben uns nie vorstellen können, wie das möglich war, dass friedliebende Familienväter und Mütter, dass die einem Irren nachlaufen konnten, der in wenigen Jahren tatsächlich sich an die Macht geputscht und dort gefeiert wurde. Ich fürchte, wir verstehen das heute sehr viel besser, als wir das vorher vielleicht nur so abstrakt aus den Geschichtsbüchern verstehen konnten. Und ich glaube, wenn wir etwas lernen wollen, gerade auch als Deutsche in unserem eigenen Land, dann sollten wir diese Zeichen, die wir jetzt erkennen, sehr, sehr ernst nehmen. Mark Twain hat mal gesagt, Geschichte wiederholt sich nicht, aber manchmal reimt sie sich. Das ist doch ein schöner Satz. Das ist ein schöner Satz. Richard Gutjahr ist das gewesen. Er war zufälligerweise bei beiden Anschlägen in Nizza und im UEZ in München dabei gewesen und wurde seitdem von Verschwörungstheoretikern angefeindet. Danke dir. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Ja, und wir waren diese Woche sehr ernst, Frau Hoffmann. Oh. Aber die Woche ist vorbei. Wow. Die Woche ist vorbei. Und Sie haben erstmal Urlaub, 2 Wochen lang. Ich habe erstmal Urlaub, aber trotzdem werde ich dabei sein. Hoffmann-Kollmann nächsten Freitag. Mhm. Und nächste Woche ist das Thema bei EGFM Emotionen und Streitkultur. Mhm. Sind Sie ein streitwürdiger Mensch, Frau Hoffmann? Ich kann das super. Ich kann super streiten. Mit mir schwer. Weil ich glaube, ich bin so jemand, der nicht so recht dann auf den Streit eingeht. Der lässt den immer sehr schnell abprallen, würde ich mal von mir behaupten. Ja, das nervt mich. Das entfacht schlimme Emotionen in mir. Hoffi möchte stark diskutieren, hart diskutieren und ich habe einfach keinen Bock drauf. Du willst streiten. Da gibt es so einen Song von Materia. Du bist hart, du willst streiten. Das bin ich. Das sind Sie, Frau. Ja, ich freue mich drauf. Schade, dass Sie nicht da sind nächste Woche. Ja, aber Freitag reden wir dann trotzdem drüber. Sie sammeln einfach ganz, ganz viel Input. Ja, richtig viele Wutbriefe, wieso ich das Netz moderiere. Und lese sie dann vor. Machen Sie das nächste Woche? Ich darf nächste Woche Ihre Sendung übernehmen, Frau. Da wollte ich Sie auch mal kurz fragen, wie muss ich denn so eine Sendung, so eine Mittagssendung, die Sie ja jetzt schon seit 100 Jahren moderieren, wie muss ich sowas angehen? Was ist so der Spirit von so einer Sendung? Sehr viel sexueller Content, sehr viel Scheißegal-Mentalität und ein bisschen rotzig sein. Rotzig? Also so, wie ich halt. Einfach so richtig rinholen. Kann ich da auch mal so Titel schlechte reden, die ich nicht gut finde? Ja, mache ich ständig. Ja? Ich freue mich dann über Allshell und und ärgere mich über von wegen Lisbeth. Frau Hoffmann, eine Sache noch zum Schluss dieser Ausgabe, dieses Podcasts hier. Das ist jetzt mittlerweile die 4. Folge und wir haben nicht nur Fans in Deutschland, wir haben auch Hörer in... Auch Feinde in Deutschland. Wir haben auch Hörer in anderen Ländern, wie es unsere Statistik hier zeigt. Wollen wir noch mal kurz zum Schluss durchgehen und mal alle Leute grüßen. Es sind, glaube ich... 55 an der Zahl, die uns in den letzten Ausgaben aus Österreich zum Beispiel gehört haben. Da ist unser Chef wahrscheinlich mit dabei. Wow, der hat 55 Mal gehört oder sind es 55 verschiedene Hörer? Das sind einzelne 55 Leute. 55 Österreicher hören uns. Ja, prima, hallo. Wollen Servus, Sie mal auf, Sie. Was? Jogi Herst, grüß euch gut, schön, dass ihr mit dabei seid. Ah, toll. Oder? So ein bisschen, ja? Ist ja, das okay? Super. Dann hätten wir hier, passen Sie auf, die USA, die Vereinigten Staaten. Da hey, warm welcome. Nice to meet you. So, dann hätten wir, jetzt wird es ein bisschen schwieriger, Griechenland. Efjarichto. Oh, was heißt das? Danke. Bitte, super. Parakalo heißt bitte und Kalinichta, Kalimera, Kalispera, ja. Schön, Kalimera. Dann hätten wir, jetzt wird es nochmal ein bisschen schwieriger, die Russische Föderation, Frau Hoffmann. Ich habe keine Ahnung von Russland. Sollte ich mal kurz gucken, was man da... Ich gehe mal auf Google-Übersetzungstool, das kriegen wir noch hin. Oh, das ist das Beste. Das kann einem das auch, wenn man das Mikro dran hält, dann hört man auch. Soll ich mal? Nee, wir hören es auch. Okay. Wir sind doch hier technisch gut ausgerüstet, Frau Hoffmann. Was wollen wir sagen auf Russisch? Irgendwie schön, hey, schön, dass ihr dabei seid. Hey, schön, dass ihr dabei seid. So, Google hilft uns, hören wir mal, was wir... И приятно, что ты там. И приятно, что ты там. И приятно, что ты там. Sag ich doch. Что ты там. So, Sie haben es hoffentlich verstanden. Dann, Frau Hoffmann, ich weiß nicht, wo das ist. Bonaire, Sint, Eustatius und Saba. Was ist, wo ist das? Ich habe keinen Schimmer. War wahrscheinlich ein aus Versehen Draufklicker wegen Dickpick oder so. Naja, aber es waren 8 aus Versehen Hörer. Was? Ja, immerhin 8. Ich google es mal ganz kurz, Frau Hoffmann, weil die wollen wir uns natürlich jetzt auch schon auch beibehalten. Ne? Also wenn die jetzt hier... Wo liegt das? Ja, ich gucke gerade. Warten Sie mal. Irgendwo in Neuseeland oder so? Haben Sie aber noch nie gehört? Insel? Haben Sie nie gehört, oder? Nee. Keine Ahnung.
hier, ist eine der drei niederländischen BES-Inseln in der Karibik und hatte 2016 etwa 3200 Einwohner. Da hört man uns. Vielleicht laden wir uns mal ein und dann kommen wir. Ja. Und senden von dort den nächsten Podcast. Irland kriegen wir auch auf Englisch hin. Unsere Hörerin Irland haben wir auch. Irland. Haben wir auch mit dabei auf der Insel. Hey, nice that you're here listening to us. Die sind Iren, halt super kreativ. Die sind, ja, die Iren sind total. Die hier, haben Stößchen. Auf Irisch. Stößchen, Skål. Skål! Nein. Skål. Die trinken doch, oder? Das ist Finnisch oder so, keine Ahnung. Ach komm, jetzt lassen Sie uns nicht so. Dann passen Sie. Wie viele Länder sind es noch? Zwei haben wir noch. Wir haben noch ein paar Hörer aus Frankreich, das können Sie sehr gut. Sie haben mal Französisch. Ne? Je ne regrette rien. Ja, das ist das, was man so hinkriegt. Lass um 12, ihr wisst Bescheid, ne? Edith Piaf. Jede Nacht um Punkt 12 Uhr. Edith Piaf, je ne regrette rien. Richtig. Und zu guter Letzt hätten wir noch Finnland, Frau Hoffmann. Ja, Tag. Ein bisschen mehr. Die müssen sich auch angesprochen fühlen. Frag mal Google. Ja, was wollen wir auf Finnisch sagen? Auch hey, schön, dass ihr erhebt mit dabei seid. Erhebt die Gläser und trinket mit uns. Ich mach mal jetzt hier erhebt auch. Erhebt die Gläser und trinkt mit uns. Sie haben mich gefragt, ich antworte. Ja, hebt die Gläser und trinkt mit uns. So, würde Folgendes bedeuten. Nostra lasit ja juogan samme. Bitte schön, für Sie. Nostra lasmi juogan samme. Nostra lasit ja juogan samme. Ja. So, schön, dass ihr alle mit dabei seid hier in einer kleinen, in unserer kleinen schnuckeligen Hoffmann-Kollmann-Community. Das war's mit Folge 4 für heute. Die war ganz schön wild. Kann ja auch mal sein, oder? Ich möchte das nächste Mal ein bisschen begesitteter hier und nicht so ernst. Besitteter? Das ist ja schrecklich. Wann war das ernst? Wir überlegen was. Tschüss. Ja, tschüss. Ja, ich muss echt dringend pinkeln. Ach, schon wieder, immer zum Ende der Sendung müssen Sie pinkeln. Entschuldigung. Es ist echt fürchterlich mit Ihnen. Tschüss. Trinken Sie halt nicht so viel. Tschüss. Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Fischi.